Hallo und herzlich willkommen wieder auf Vitomalia. Ich bin der Louis, das ist Amalia. Paulina befindet sich gerade hinter der Kamera. Sag mal kurz Hallo. Hallo. Und in diesem Video sprechen wir über das Thema, was soll ich tun, wenn mein Hund oder wenn ein Hund sich in einem anderen Hund verbeißt. Viel Spaß. So, es wird wieder mal passieren, dass wenn wir Gassi gehen, dass unangeleinte Hunde auf uns zukommen und unsere Hunde entweder gebissen werden oder wenn man jetzt einen unverträglichen Hund hat, der an der Leine läuft, dann vielleicht andere Hunde beißt, wenn diese Hunde nicht auf einen sicheren Rückruf reagieren und auf den Hund zugehen, weil sie vielleicht spielen wollen, aber ein unverträglicher Hund weiß es eben nicht. Und jetzt wollen wir halt wirklich Punkt für Punkt durchgehen, was wir machen können, um die Situation so schnell wie möglich in Sicherheit zu bringen, sodass sich keiner irgendwie wirklich bösartig verletzt. 2018 ist es so, dass die Sachkundeprüfung eine Frage hat, mit der wir nicht einverstanden sind. Und lasst uns später unten in den Kommentaren wissen, wie du dazu stehst. Und zwar die Frage auf, was solltest du tun, wenn dein Hund oder ein anderer Hund sich in deinem... Die Antwort für die Sachkunde wäre, lass die Hunde machen, die klären das untereinander aus. Das ist nicht so richtig und wir können das auch nicht vertreten, aber wenn du die Sachkunde machst und wenn du die Prüfung bestehen willst, dann musst du auf jeden Fall die falsche Antwort ankreuzen, dann bist du auf jeden Fall weiter. Also lass die Hunde nicht machen, du kannst in jeder Situation wirklich ganz schnell handeln, um die Hunde zu sichern. So, wir gehen jetzt mal davon aus, dass ein Hund auf uns zukommt und sich in einem Hund verbeißt. Wir gehen davon aus, dass der Hund jetzt unangeleint ist und keine Leine hat. Schritt Nummer 1, egal in welcher Situation du dich befindest, der Hund, der gerade beißt, muss erstmal sichergestellt werden. Im Idealfall hat er natürlich schon ein Halsband an. Wenn das der Fall ist, dann hältst du ihn wirklich am Halsband fest, bevor du den dann löst. Wenn er kein Halsband anhaben sollte, dann schnapp dir eine Leine. Im Idealfall hast du wirklich eine Leine, wo du hier vorne eine Schlaufe hast. Und da muss es ganz schnell gehen. Weil wenn der Hund sich verbeißt, du den Hund einfach nicht, nachdem du den gelöst hast, unter Kontrolle hast, schnappt er gleich wieder zu oder rennt weg. Und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, schnapp dir eine Leine mit der Schlaufe und dann ruckartig schnell reagieren drum. Einmal rein und der Hund ist schon angeleint. Jetzt hast du hier im Prinzip ein Würgerhalsband ohne Stopper. Ist aber in so einer Situation wirklich egal. Für die Leute, die jetzt sagen, oh, du würgst den Hund. Für die, die das nicht kennen, schaut euch unsere Videos an. Halsbänder und wie wir dazu stehen. Aber in so einer Not, in so einer Situation ist einfach wirklich, muss einfach schnell gehandelt werden. Und wenn das die Möglichkeit ist, die du hast, dann benutze sie. Da wir jetzt ein Halsband haben, werden wir auch das Halsband benutzen. So, und wenn dieser Hund, der gerade beißt, ein Halsband hat, dann hältst du ihn natürlich am Halsband fest. Solltest du jetzt keine Leine, kein Halsband irgendwie da haben, dann zieh dir irgendetwas auf, ob es jetzt deine Jacke, dein T-Shirt, deine Hose, irgendetwas, um wirklich den Hund um den Hals zu fixieren, dass wenn der Hund losgelassen hat, auch nicht gleich wieder zuschnappen kann und du ihn wirklich festhalten kannst. Wenn der Hund sich einmal verbissen hat, dann ist er in einem Trieb. Modus. Und einen Hund aus einem Triebmodus herauszubekommen, wenn er das nicht wirklich gelernt hat, ist sehr schwer. Dann wird sogar der besterzogene Hund nicht auf das Kommando aushören. Deswegen, wenn der Hund im Trieb ist, versuche ihn nicht zu schlagen. Das macht ihn in der Regel noch aggressiver und lässt dann erst recht nicht los. In so einer Situation musst du halt wirklich darauf achten, dass du sehr rational bist. Also wirklich erstmal denken, dann handeln, aber nicht willkürlich irgendwie drauf loshauen, weil das macht den Hund dann noch aggressiver. Also in so einer Situation wirklich sehr ruhig bleiben. Versuch nicht laut zu sein und auch dich nicht viel zu bewegen. Denn in der Natur ist es so, wenn ein Hund seine Beute packt, lässt er erst dann los, wenn die Beute auch wirklich still tot da liegt. Und wenn sich alles drumherum bewegt, dann geht der Hund davon aus, dass die Beute noch lebt, auch wenn die Beute vielleicht schon tot ist. Also da wirklich sehr ruhig bleiben und wirklich sehr geführt in deinen Bewegungen und nicht hektisch arbeiten. Wir werden das Ganze jetzt simulieren. Amalia wird jetzt nicht in diesen
Jagdtrieb reinkommt, wie es wirklich in einer Notsituation sein würde, dann ist es jetzt ein Beutespiel, was wir machen, und sie reagiert auch auf ein sicheres Aus, wenn wir mit einem Spielzeug arbeiten. Wenn es wirklich ein echtes Tier ist und der Hund darauf nicht trainiert wurde, dann ist es auch bei Amalia und bei allen anderen Hunden sehr, sehr, sehr schwer, diesen Hund da rauszubekommen. Aber wir versuchen das so gut es geht zu simulieren und zeigen euch, wie du den Hund dann sichern kannst. Um die Beute jetzt zu simulieren, und das kann wirklich alles Mögliche sein, es kann jetzt eine Katze sein, es kann dein Hund sein oder irgendein Hund, wenn dein Hund sich irgendwo beißt, oder irgendwie ein Kaninchen oder sonstiges, das Spielzeug, diese Beißwurst, simuliert jetzt die Beute. Wir lassen jetzt Amalia beißen und dann sagen wir euch erstmal, was da für eine Wucht dahinter steckt und was der Hund mit einer Beute anstellen würde, wenn er sie packen würde. Amalia? Was? So, Amalia zerrt, will die Beute packen. Oder hat sie gepackt. Dadurch, dass da ein Gummi dran ist, bewegt sich die Beute quasi im Prinzip immer mit und der Hund lässt nicht los. Aber hier müssen wir sagen, sie ist nicht in diesem echten Trieb, in dem sich Hunde befinden, wenn sie halt wirklich zupacken. Und das könnt ihr daran sehen, dass sie immer wieder loslässt. So, jetzt müssen wir wirklich die Situation so lösen, dass sich der Hund und das andere Tier, das gerade gebissen wird, nicht verletzt. Oft hört man das dann bei Rüden, wenn sie sich einmal festbeißen, dass man sie wirklich an den Hoden packen soll und die Hoden zusammendrücken muss und dann lässt der Hund los. Das passiert leider nicht immer. Von daher, lass es ganz sein. Abgesehen davon verletzt du ihn dann dadurch nur noch mehr. Bei Weibchen wäre das Ganze gar nicht möglich. Das heißt, wenn du mit Schlägen arbeitest, mit Gewalt arbeitest, dann machst du deinen Hund nur noch aggressiver und geht dann im Endeffekt noch mehr drauf. Eine weitere Variante ist, die sehr gerne gesehen wird, ist, dass du den Hund hinten packst und ziehst. Und wenn du das tust, dann verletzt du den Hund oder das Tier, das gerade gebissen hat, noch mehr. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr das Ganze lösen könnt. Und zwar, es ist kein Hexenwerk, es ist nichts Neues. Wir haben das Rad jetzt nicht neu erfunden. Es ist ein Breaking Stick. Und jeder verantwortungsvolle Hundebesitzer sollte so einen Breaking Stick besitzen. Und es ist wichtig, so einen Breaking Stick zu besitzen, nicht nur, wenn du weißt, dass dein Hund vielleicht relativ bissig ist, sondern auch für Hundebesitzer, die einen Hund haben, die eher so als Opferrolle gesehen wird und vielleicht des Öfteren mal von anderen Hunden gebissen wird. Das heißt, es ist jetzt nicht dafür geeignet, nur für Hundebesitzer, die jetzt Hunde haben, die jetzt nicht verträglich sind, sondern auch für Hundebesitzer, die vielleicht Angst davor haben, wenn ihr Hund selbst gebissen wird. Mit den Tipps, die wir euch bis jetzt gezeigt haben und noch zeigen werden, werdet ihr diese Situation ganz schnell unter Kontrolle haben. Es ist wirklich sehr klein, es wiegt nicht viel und es ist ganz schnell in die Hosentasche und kann bei jedem Gassi-Spaziergang mitgenommen werden. Von daher ist es jetzt nichts Aufwendiges, was man jetzt mitnehmen müsste, um eine Notsituation wirklich gut zu beherrschen. Und jetzt zeigen wir euch, wie wir das Ganze richtig anwenden. Der Breaking Stick muss zwischen den Backenzähnen reingepresst werden. So, ihr könnt das sehen. Dazwischen soll der Breaking Stick reinfallen. Jawohl. Wenn du jetzt versuchen würdest, mit den Händen zu lösen, jetzt bei ihr ist jetzt, sie beißt nicht 100% zu, aber wenn du so versuchen würdest, die Finger zwischen den Backenzähnen reinzumachen, dann ist dein Finger ab. Also versuch das nicht zu machen. Sonst verletzt du dich noch zusätzlich. So, wir haben das jetzt einmal mit dem Puller Maxi gewechselt, weil Amalia sich nicht ganz so fest beißt, wie wir das gerade benötigen mit der Beißwurst. Deswegen versuchen wir es jetzt damit. Amalia? Was? So, wenn ihr jetzt das Ganze lösen wollt, müsst ihr jetzt einmal diesen Breaking Stick zwischen den Backenzähnen rein, gerade rein und einmal drehen. Und dann ist das Ganze sicher gelöst. Also, Hund am Halsband festhalten, sichern, dass er dann nicht abhauen kann. Fast. So, festhalten. Weiter. Rein und drehen. Der Hund kann hier, ihr könnt es sehen, Maul nicht mehr nachschließen, weil es hier einmal reingemacht wird und es wird einfach offen gehalten. Deswegen ganz, ganz wichtig, Backenzähne rein, einmal drehen und dann ist das Ganze safe. Du kannst den Hund dann festhalten. Wenn es jetzt ein bissiger Hund ist, dann versuchen, so weit wie möglich von dir wegzuhalten und halten ihn wirklich fest, bis der Besitzer dann kommt. Ja, wenn du merkst, er ist immer noch auf dem Hund drauf fixiert, dann
weg vom Hund. Wenn du die Möglichkeit hast, den Hund, der jetzt gerade beißt, irgendwo anzuleinen, dann ist es natürlich ideal, weil nachdem er sich gelöst hat, dann hat er nicht die Möglichkeit, dem anderen Hund hinterherzugehen. So, jetzt zeigen wir euch, wie der Hund versuchen würde, hinterherzugehen, nachdem er gelöst wird. Der Drang ist nach vorne. Wie gesagt, es ist keine Notsituation, sonst sieht das Ganze ein bisschen härter aus. Wir müssen auch hier sagen, dass dieser Dreheffekt jetzt bei ihr nicht so stark ist, weil sie halt weiß, dass sie loslassen soll, wenn wir uns in der Nähe sind. Ja? Aber wenn der Hund wirklich dabei ist, dann ist dieser Kraftaufwand viel höher. Also dann müsst ihr hier wirklich, wenn es wirklich in einer Notsituation ist, Daumen rein und wirklich feste drehen. Bei ihr geht das jetzt relativ schnell, aber bei einem Hund, der wirklich gerade dabei ist, da werdet ihr ein bisschen mehr Kraft aufwenden müssen. Am besten zwischen die Beine, das habe ich auch vorhin vergessen zu sagen. Und Hund ist fixiert. Das heißt, er kann nicht nach rechts, nach links, also wirklich auch das Halsband dann später oben halten, dass er wirklich mit dem Hals nicht viel drumherum gehen kann. Und hier, wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, euch zu zeigen, wie der Hund an der Leine läuft oder wie der Hund an der Leine zu halten ist. Es geht darum, den Hund so sicher wie möglich so zu fixieren, dass er weder dich noch andere Hunde oder Menschen verletzen kann. Deswegen in diesem Fall wirklich sehr hoch halten und eng halten vor allem. Und das ist dann in dem Moment egal, ob du jetzt ein Halsband hast, einen Würger hast oder jetzt, ob du die Leine einfach drum herum wickelst und der Hund im Endeffekt gewürgt wird. In so einer Situation Safety first machen. Jawohl. Rein und drehen. So, wenn ich jetzt mit Amalia diese Übung mache, um es euch zu zeigen, dann habt ihr mit Sicherheit auch gesehen, dass Amalia relativ schnell loslässt. Das liegt daran, dass sie weiß, dass sie loslassen muss, aber in einer Notsituation wäre es so, dass du viel mehr Kraft aufwenden müsstest. Und wenn das der Fall ist, dann ist es wirklich wichtig, dass du den Daumen reinmachst und wirklich mit Kraft das Ganze drehst, denn im Endeffekt bleibt das Stück Holz oder der Breaking Stick zwischen den Backenzähnen hängen und sie drückt quasi hier dagegen und ich drücke in die entgegengesetzte Richtung, um halt im Prinzip ihr Kiefer zu öffnen. Und in der Regel ist es so, dass meistens wirklich Millimeter ausreichen, um einen Hund zu lösen. Da brauchst du nicht mal irgendwie komplett zu lösen, sondern wirklich nur mal, in der Regel reicht es wirklich aus, wenn du 2-3 Millimeter den Kiefer öffnest, damit der Hund dann im Endeffekt die Beute loslassen kann. So, Freunde, das war jetzt eine Simulation. Amalia war nicht im Trieb, denn wenn sie wirklich in diesem Trieb ist, dann ist es natürlich komplett anders. Wir haben versucht, das wirklich so gut es geht jetzt zu simulieren mit einem Beutespiel. Aber in einer Notsituation wird es wirklich so sein, dass der Hund richtig drin ist. Und dann sind diese Tipps, die wir euch heute gegeben haben, wirklich sehr wichtig, damit du deinen Hund so schnell wie möglich, beziehungsweise die Tiere so schnell wie möglich sicher löst, ohne dass du dich selbst verletzt und andere Tiere und Menschen verletzt. So, und die wichtigsten Punkte jetzt. Was solltest du tun? Punkt Nummer 1, wirklich ruhig und gelassen sein. Auch wenn die Situation in diesem Moment anders ist, aber alles, was du an hektische Bewegungen reinbringst, wird den Hund in diesem Moment nur noch aggressiver machen. Also wirklich sehr kontrolliert in deinen Bewegungen sein und sehr gezielt in deinen Bewegungen sein. Als nächstes Hund fixieren. Also egal, wenn er jetzt schon ein Halsband anhat, ist es natürlich perfekt für dich. Sollte er kein Halsband anhaben, dann solltest du dir ganz schnell ein Halsband bauen. Und es ist egal, ob du es jetzt mit irgendeinem Kleidungsstück machst oder vielleicht die eigene Hundeleine benutzt, die du für deinen Hund hast. Haben wir euch gezeigt, einmal nehmen, reinhaken, beziehungsweise um den Hals herum reinhaken. Und in diesem Fall hast du einen Würger, aber so kannst du deinen Hund auch sicherstellen. Idealerweise kannst du deinen Hund irgendwo anleinen, sodass, wenn du es schaffst, den Hund zu lösen, wenn es nicht dein eigener Hund ist, dass der Hund dann wirklich sicher ist und nicht irgendwie versucht, dann wegzurennen. Punkt Nummer 3, der Hund bzw. den Hund zwischen die Beine nehmen. Ja, dann kannst du zusätzlich mit deinen Füßen, mit deinen Waden die Hüfte einklemmen, sodass der Hund mit dem Po nicht großartig viel wackeln kann und versucht sich dann dadurch auch zu lösen, aber so hast du ihn ganz gut im Griff. Und dann kommt der Breaking Stick ins Spiel. Hier ist es wichtig, Breaking Stick
wirklich in diesem Moment quer rein und dann einmal drehen, sodass der Kiefer sich dann im Prinzip öffnet. Und in der Regel ist es so, dass es ein paar Millimeter ausreichen, dass der Hund dann auch wirklich loslässt. Wenn der Hund losgelassen hat, dann wirklich schauen, dass er nicht hinterher rennt, denn sonst würde er den Hund dann nochmal erwischen und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen entweder am Halsband festhalten oder irgendwo anleihen. Was ihr nicht tun solltet, ist das, was man vielleicht sehr oft auch sieht und hört, ist den Hund vielleicht irgendwie versuchen zu schlagen, zu boxen, in die Nase hauen, hört man sehr oft. Aber die Hunde, zumindest auch bei solchen Hunderassen ist es so, umso mehr Schmerz sie empfinden, umso mehr Gas geben sie. Deswegen bringt es nichts, wenn ihr versucht, den Hund zu schlagen, zu treten, passiert nichts. Der Trick, an den Hoden packen, die Hoden zerquetschen, dann lässt der Hund los. Ist auch nicht gut. Oder am Schwanz ziehen, das macht den Hund dann noch aggressiver, wenn du den Hund am Schwanz ziehst. Deswegen führt es zu gar nichts. Und ganz wichtig, und das wollen wir wirklich jedem ans Herz legen, ist, haltet euch nicht, zumindest was diesen Punkt angeht, an die Sachkunde. Denn die Sachkunde sagt euch, lasst die Hunde tun, die klären das unter sich. Mag sein, aber mit sehr viel Verletzungen und gegebenenfalls hast du ein totes Tier. Deswegen haltet euch da nicht dran und versucht diese Situation, so wie wir es euch gerade gezeigt haben, zu lösen. So, und wenn du dich an diese Tricks hältst, beziehungsweise es sind ja keine Tricks, es sind Tipps, die eigentlich in der Hundeerziehung, also Standard sind, aber viele Leute das irgendwie nicht wissen, dann wirst du jede Situation im Griff haben. Und da brauchst du jetzt nicht irgendwie den Hund zu schlagen und den Hund zu erschießen, um ihn zu lösen, sondern wirklich was ganz Einfaches. Breaking Stick, Hund sichern, rein, lösen, Hund weg. Alles ist ruhig und es gibt keine zusätzlichen Verletzungen und gegebenenfalls kannst du dadurch auch ein Tierleben retten. Und wenn wir uns an die Sachkunde halten würden, dann würde mindestens ein Tier sterben. Und das ist nicht das, was wir auch euch vermitteln wollen. Deswegen zeigen wir euch Alternativen, wie ihr das machen könnt. So, uns würde interessieren, wie ihr dazu steht. Was sagt ihr zur Sachkunde, zu diesen Punkten? Lasst es uns unten in die Kommentare wissen. Sollen wir die Hunde einfach machen lassen oder die Alternative anwenden, die wir euch gerade gezeigt haben? Alles unten in den Kommentaren. So, und alle Dinge, die wir jetzt gerade für dieses Video benutzt haben, sei es jetzt die Beißwurst, die wir vorhin am Anfang benutzt haben, oder unseren Puller Maxi, genauso wie die, das ist eigentlich eine Joggingleine, die wir benutzt haben, ist aber natürlich nicht wirklich dafür gedacht. Wir verwenden sie einfach nur gerne dafür. Und unser Breaking Stick, Halsbänderleinen, findet ihr alles unten in der Infobox in unserem Online-Shop. Falls du unseren Online-Shop bzw. unseren Shop noch nicht kennst, dann schaut einmal vorbei. Nur noch wenige Tage und dann ist auch unsere erste allumfassende Online-Hundeschule online bzw. wir beginnen mit der Online-Welpenerziehung und ihr könnt euch da gerne eintragen, falls ihr es noch nicht getan habt. Sobald wir online sind, dann werden wir euch natürlich als erstes informieren. In diesem Sinne, halt die Ohren steif, immer der Nase nach und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.